Tödliche Verletzungen hat der Pilot eines Segelflugzeugs erlitten, das am Samstag bei Niederwerber am Edersee abgestürzt ist. Die Maschine schlug oberhalb der Grillhütte an einem Hang ein und zerschellte. Rettungsdienst und Feuerwehr rückten aus, konnten an der Absturzstelle jedoch nicht mehr viel tun. Die Feuerwehrleute sperrten das Gelände ab. Die Polizei begann mit den Ermittlungen zur Absturzursache. Bei dem Piloten handelte es sich möglicherweise um einen jungen Mann aus dem Raum Dortmund.